Herzlich willkommen zu einem neuen Trip Report hier auf Avimax. Ich bin Alex und heute fliegen wir mit Air Canada im Airbus A321 und zwar in der Business Class von Toronto nach Vancouver. Viel Spaß! Ja, und während die Sonne hier an diesem wunderschönen Sommermorgen über Toronto gerade noch aufgeht, begrüße ich euch hier nochmal vom Flughafen Toronto Pearson International Airport und zwar vom Domestic Terminal. Ich habe mich bereits vorher online eingecheckt und dank Business Class Ticket hatte ich auch Zutritt zur Fastlane. Dementsprechend einfach und schnell war ich durch die Sicherheitskontrolle. Und dementsprechend schnell machte ich mich auch auf die Suche nach der passenden Lounge. Und die ist es schon mal leider nicht. Ja, und dementsprechend musste ich mich weiter auf die Suche nach der Lounge machen. Hier draußen ist sie auf jeden Fall schon mal nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Insgesamt war die Beschilderung hier am Flughafen aber doch etwas verwirrend, sodass ich hier in diesen Gang geraten bin, der dann leider hier doch endete und von einer Lounge war immer noch keine Sicht. Doch dann habe ich diese Fahrstuhl hier gefunden und dementsprechend auch die Maple Leaf Lounge. Anders als in den USA erhält man mit einem Domestic Business Class Ticket aber auch Zutritt zu den Business Class Lounges von Air Canada, die eben Maple Leaf Lounge heißen. Die Lounge ist wirklich großzügig und zum Glück zu dieser Tageszeit noch nicht wirklich gut besucht. Dennoch war ich etwas enttäuscht, nachdem ich die Lounge endlich gefunden habe. Das lag vor allem an dem doch eher spärlich besiedelten Frühstücksbuffet. Ja, mit einem klassischen Porridge-Frühstück war ich dennoch gestärkt und konnte mich auch auf dem restlichen Weg Richtung Flugzeug machen. Zum Einsatz kommt heute ein Airbus A321, leider, denn eigentlich war eine Boeing 777 für diese Strecke vorgesehen. Und trotzdem es eben nur dieser Airbus A321 war, haben mich vor allem diese Oldschool-Vibes am Ende doch überzeugt und ich hatte so richtig Lust auf diesen Flug. Aber nicht in der Economy, sondern eben in der Business Class, wo ich den letzten Sitz in der letzten Reihe eingenommen habe. Zwei Flaschen Wasser standen schon bereit, die eben für mich auch beide waren, denn einen Gast hatte ich neben mir nicht. Über das Design dieser Sitze lässt sich definitiv im Jahr 2022 streiten, aber komfortabel sind diese Sitze allemal. Die Business Class hier in einer 2-2-Konfiguration bei Air Canada daherkommt, bietet ausreichend Sitzabstand und auch, wenn auch etwas älter, ein In-Flight Entertainment System. In der Seat Pocket vor uns finden wir natürlich wieder die üblichen Verdächtigen wie eine Safety Card, etwas Werbung und auch eine Sickness Bag. Generell muss man sagen, ist dieses Seat Pocket wirklich großzügig. Am Sitz selbst finden wir natürlich auch noch einen USB-Port, um etwaige elektronische Geräte aufzuladen. Und wie es sich für ein Flugzeug dieses Alters gehört, finden wir auch Individual Air Vents in der Kabinendecke. Viel Shishi bieten diese alten Sitzer nicht, dafür aber diesen kleinen Tisch, der sich für Getränke ausziehen lässt. Und natürlich lässt sich dieser Sitz auch etwas verstellen,
wenn auch alles eher manuell. Genauso manuell lassen sich eben auch diese Kopfstützen hier verstellen, die dann vor allem für etwas Schlaf eigentlich ganz guten Komfort bieten. Und pünktlich hieß es dann hier am Toronto Pearson International Airport auch, dass wir uns Richtung Startbahn und damit auch Richtung Vancouver aufmachen können. Viel Spaß beim Start, wir hören uns dann wieder in der Luft. Auf Reiseflughöhe angekommen, heißt es natürlich schon Zeit fürs Frühstück. Der Tisch dafür lässt sich in der Armlehne finden und so ausklappen und bietet doch ausreichend Staumöglichkeiten. Winner, Winner, Chicken Dinner? Ja, wohl doch Air Breakfast. Das Frühstück hier bei Air Canada ist sehr chickenlastig, die Auswahl aber dennoch in Ordnung, wenn es auch keine vegetarische Speise zur Auswahl gab. Ich entschied mich dann für das Ei mit Chicken Sausage, die ich links liegen ließ. Ja, und von der Chicken Sausage abgesehen, muss ich sagen, hat das Frühstück wirklich gut geschmeckt und wieder einmal mehr eine hervorragende Eisspeise im Flugzeug. Mindestens genauso oldschool sieht diese Toilette aus, die natürlich noch einen Aschenbecher bieten muss. Ist ja völlig klar. Sonst findet man in diesem Bad aber die üblichen Amenities an Bord eines Flugzeugs. Darüber hinaus muss ich aber ganz klar hier festhalten, dass trotz des Alters dieses Airbus A321 dieses Badezimmer wirklich sauber war. Zurück am Platz hieß es dann für mich, etwas die Rückenlehne zurückstellen und die Fußstützen ausklappen und es mir vor allem hier an Bord gemütlich machen. Zum Zeitvertreib dient natürlich dieses In-Flight-Entertainment-System, was genauso wie das Flugzeug in die Jahre gekommen ist, dafür aber das wichtigste Entertainment eine In-Flight-Map bereithält. Darüber hinaus verfügt dieses In-Flight-Entertainment-System aber auch über eine großzügige Auswahl an Filmen, Serien und Musik, wenn auch der Zugriff etwas auf sich warten lässt. Vom Hard Product abgesehen muss ich aber auch besonders die Crew hier an Bord von Air Canada hervorheben, die zu jeder Zeit wirklich aufmerksam war und eben, wie auch hier zu sehen war, mit Snacks und Getränken zu jeder Zeit durch die Kabine kam.
nach knapp 5-stündiger Flugzeit hieß es dann für uns, mit dem anderen Flug auf Vancouver zu beginnen. Dementsprechend habe ich die Zeit, diesen Flug bereits zusammenzufassen. Ja, wie bereits bei meinem Flug in der Economy Class im Airbus A220 von Toronto nach Montreal, lässt sich auch an diesem Flug hier wirklich gar nichts aussetzen. Vielleicht das einzige Manko, dass ich eben nicht die Boeing 777 bekommen habe, aber dennoch, trotz dieser Oldschool-Vibes oder vielleicht gerade deshalb, hatte ich wirklich viel Spaß an Bord dieses Air Canada-Fluges. Der Service war super, das Produkt trotz des Alters wirklich in Ordnung und komfortabel und dementsprechend lässt sich hier eigentlich nichts bemängeln. Der einzige Kritikpunkt verbleibt damit am Boden und zwar in der Maple Leaf Lounge von Air Canada im Domestic Terminal von Toronto. Denn, wie eben bereits schon erwähnt, ließ sich die zuerst gar nicht wirklich finden und dann war die Auswahl vor allem am Buffet etwas enttäuschend. Das ist aber, denke ich, vielleicht auch etwas Meckern auf dem hohen Niveau. Und während wir hier in die Wolken über Vancouver abtauchen, wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Landeanflug auf Vancouver. Und genauso pünktlich setzen wir dann auch in Vancouver auf. Und dementsprechend endete der Flug auch pünktlich und damit ereignislos, aber eben zufriedenstellend. Solltet ihr vom Flughafen direkt ins Stadtzentrum wollen, könnt ihr diesen Zug hier nutzen. Die Fahrkarten lassen sich vor dem Bahnhof kaufen. Ich hatte das Glück, dass zwei freundliche Kanadierinnen mir ihre Fahrkarten überließen, womit ich ungefähr 40 Dollar noch an Credit hatte und die nächsten Tage hier in Vancouver ganz entspannt mit der Bahn verbringen konnte. Was meine Flüge angeht, damit endet die kleine Kanada-Serie hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, viel Spaß!